der Gedanke des Anthropozäns. Ich weiß nicht, hat irgendjemand schon mal davon gehört? Ah, keiner? Ja, sehr geil. Sehr schön. Ja, nee, das Anthropozän, das Anthropozän. Tatsächlich werden ja die Erdzeitalter meistens nach Einschnitten in die Ordnung oder in das Gleichgewicht der Natur bemessen. Also seit ungefähr 1800, seit dem späten 18. Jahrhundert, verändern sich dramatisch ein paar Parameter. Also das eine ist natürlich das Klima, das andere ist der Verlust der Artenvielfalt. Bodenerosion hat zugenommen, dass wir den ganzen Stickstoffkreislauf durcheinander gebracht haben. Und das hat natürlich auch vor allem was damit zu tun, dass wir so viel mehr Menschen geworden sind. Also zur Heidens Zeit, weiß jemand, wie viele Menschen es auf der Erde gab, als die Schöpfung komponiert wurde? Ja, so eine Milliarde ungefähr. Jetzt sind wir 7. Die Menschen haben zwei Möglichkeiten, um sich selbst zu beobachten. Wenn man sich selbst beobachten will, braucht man Differenz. Also, wie bin ich, kann man eigentlich nur als Frage stellen, wie bin ich anders als etwas anderes? Wie bin ich als Mensch anders als ein Tier? Wie bin ich als Mensch in dieser Gesellschaft anders als Menschen in anderen Gesellschaften? Oder wie sind wir als Menschen heute anders, als wir früher waren? Das machen wir alles deswegen, weil wir uns selbst verstehen wollen. Und wenn wir uns heute ein Werk wie die Schöpfung anhören, dann ist das eine Suche nach etwas, was uns heute fehlt. Und da ist vielleicht eine Sache, ihr werdet das sozusagen als so eine apokalyptische Geschichte, also das Anthropozän ist erstmal so eine wertfreie Beschreibung. Diese Veränderungen finden statt. Aber wir gucken eben sozusagen auf diese Veränderung und fragen uns, was heißt das eigentlich? Also was heißt das für unser, auch für unser Bild von Natur? Mit Sternen seht das Wunderwerk der Himmelsbürger auf Ruhe schauen. Und laut und laut das Schiff, das wird es heutigen Tags, das wird es heutigen Tags. Aber das zweite Mal mehr. All together, Anton. Und laut ertönt aus ihren Kehlen und laut Trobas. Anton, Achtung, auf der Eins atmen. Und Luft und zwei und Tag erzählt aus ihren Kehlen. Dass wir diese Natur haben, das ist einfach das, was rüberkommen soll. Dass wenn man singt, dass man halt irgendwie dieses Gefühl in sich aufnimmt und weitergibt. Also ich glaube, es geht nicht darum, die bessere Natur darzustellen oder die schönere, klarere, was auch immer. Aber sozusagen eine Deutlichkeit herzustellen, die verständlich ist, direkt verständlich ist. Die Schönheit der Schöpfung. Ja. Also das gefällt mir ja gut an einem Stück, dass es nicht, wie ja öfter auch in Oratorien, um Gläubigkeit geht, um eine Bibellehre, sondern das ist ja schon davon losgelöst, wirklich um die Erde an sich, um das Großartige unserer Umwelt, unserer Welt. Ein Aspekt, warum wir das Projekt auch machen wollten, war, dass wir sagten, es gibt so eine gewisse Parallelität in der Betrachtungsweise von Natur und Kultur. Also wir sind mittlerweile in der Musik auch an einem Punkt, wo man eben feststellen kann, wenn Leute Musik hören oder also Musik beobachten, dass dann die Art und Weise, wie man darüber kommuniziert, oft eine sehr technische ist. Und wenn man dann sich fragt, warum brauchen wir Musik, dann hat es so einen sehr funktionalen Charakter. Also in der Pädagogik sagt man dann, naja, es macht uns irgendwie intelligenter oder es macht uns irgendwie sozialverträglicher. Und ich glaube, in der Naturbetrachtung ist es teilweise ähnlich. Also man sagt dann eben, es ist jetzt nicht irgendwie ein Baum, sondern man sagt eben, es ist eine Ressource, die wir benutzen können, um damit irgendwas zu tun und so weiter. Und das ist letztlich dann problematisch, weil es, also ich empfinde Musik oder ich sehe das an meinen Kindern zum Beispiel so, dass es wirklich ein Teil von denen ist. Eins, zwei. Verzweiflung, Wut und Schmerz.
Schrecken. Ja, sehr gut. Herrscht Chaos, Verzweiflung und Wut und Schrecken. Und dann wechselt es halt mit einem kleinen Orchester-Zwischenspiel zu einer schönen neuen Welt. Und das ist so, das Chaos hat sich einfach zu der Welt entwickelt, die wir praktisch in seinem Idealzustand sehen. Und das hört man auch in der Musik. Wenn man sich jetzt überlegt und es auf unsere Entwicklung bezieht, erkennt man quasi, dass die Welt eines Tages mal aus diesem Chaos erschaffen wurde. Und wenn wir jetzt sagen, okay, die Menschheit ist gerade drauf und dran, diese Welt immer weiter in den Abgrund zu führen, kann man sagen, wir wollen eigentlich nicht wieder zurück in dieses Chaos zurückkehren. Diese Vorstellung, es ist alles von einer Struktur durchdrungen und diese Struktur können wir sozusagen auch abbilden. Das ist was, wo ich heute denken würde, wir haben schon viel stärker in uns aufgesaugt. So, also das mit der Ordnung, so simpel, wie wir das gerne hätten, ist es eben nicht. Es ist alles von nicht-linearen Effekten dominiert, sind alle miteinander verknüpft. Manche kennen wir, manche kennen wir nicht. Die Atmosphäre besteht aus hunderttausenden verschiedenen molekularen Spezies. Ja? Also dieses Idealbild der Klassik, was sich da abbildet mit dem, nicht ich wünsche mir Ordnung, sondern ich erlebe die Welt als geordnet, sozusagen von Ordnung durchdrungen. Das ist, glaube ich, für uns eine Herausforderung, dass diese Ordnung so ein bisschen verschütt gegangen ist jetzt. Ne? Heute haben wir, mal ein bisschen transformativ gesagt, diese Ordnung übernommen. Wir müssen entsprechend entscheiden, was ist gut, was ist schlecht, wie handeln wir. Das übernimmt keiner für uns, nicht mehr in unserer Vorstellung. Und dadurch ersetzen wir unsere Ordnung durch wissenschaftliche Hypothesen. Wir denken nicht mehr ganz so ganzheitlich, aber wir müssen eigentlich alles wieder zusammen zu einem großen Netz bilden, um hinterher Handlungsoptionen zu haben. So damals in Griechenland, die Politiker haben ja alle auch ein Philosophiestudium gehabt. So, ne? Da war halt eben auch das Wissen wesentlich begrenzter als heute und dadurch auch die Ausbildung viel holistischer. Aber wenn wir das nicht mehr haben werden können, dann ist doch die Frage, ist die Kunst nicht etwas, um einen neuen Weg zu finden, um die Komplexität halt zu domestizieren, in den Griff zu bekommen? Wir brauchen einfach andere Möglichkeitsräume, andere Begegnungsräume, wo sich Bewegungswissen, wir haben das Wissen der Kunst und das Wissen aus den Wissenschaften, treffen können, weil was wir mit unserer Schulbildung auch machen, ist, dass wir unentwegt kleine Experten ausbilden, die aber den Gesamtzusammenhang aus den Augen verloren haben. Alles ist versäult, alles ist in Zuständigkeiten untergebracht, also müssen wir uns ins unabgesicherte Terrain bewegen und dazu brauchen wir eine andere Vorstellung von Zeit und auch eine andere Vorstellung von Begegnung des differenten Denkens und Wissens. Die große Sorge bei dieser Globalisierung ist, dass wir eigentlich das Differenzierende, das Unterschiedliche verlieren. Und dazu gehört in hohem Maße gerade die jeweilige Kultur, das, was über das unmittelbare Wissen hinausreicht, was den Menschen von einer ganz anderen Seite, von einem ganz anderen Ton her anspricht und einbindet. Also Nachhaltigkeit wird sich ohne kulturelle Identitäten nicht bewähren können. Takt 57 dann, ja. Nochmal aufstehen, ja. Nummer 13, das ist ein sehr heftiges Stück. Das ist ein sehr heftiges Stück. Allein schon, es fängt so harmlos an, also ich meine, das fängt so harmlos an, man würde niemals denken, dass es so genial endet. Es fängt mit einfachen Blutlängen an und entwickelt sich dann immer mehr, es werden immer offenere Akkorde, dann kommt das Solo dazwischen und danach ist dann wirklich die Themenköpfe,
verkürzen sich immer weiter, es folgt immer mehr, es baut sich eine Fuge auf. Das entwickelt einfach einen unglaublichen Sog. Und das kann man eigentlich nicht beschreiben, das muss man wirklich singen, weil das zieht einen so sehr mit. Dieser Sog, der da entsteht, wenn man das dann schafft in einer Probe, durch Tempo, durch Dynamik, durch zwingende Ziele, die innerhalb des Notentextes sind, das zu erreichen, dann hat man nur noch strahlende Jugendliche vor sich, weil sie merken, sie haben eine Ebene geschafft, die sie sonst in einer Probe nicht schaffen. Da wird wirklich große Musik dann mal für einen Moment erreicht und das macht sie wirklich echt glücklich. Ich merke auch, dass die Kinder aus der Probe gehen und die Sachen singen. Und wo man sieht, die haben sich das so ein bisschen zu eigen gemacht. Die haben Ohrwürmer, die nehmen die Musik an, die mögen die Musik. Haydn hat die von sich aus ästhetische Überzeugung wirklich getragen, dass Musik die größtmögliche Vielfalt in sich tragen sollte. Das heißt, seine Musik sollte verständlich sein für fast jeden Menschen, der in diesem Kontext steht. Und deswegen hat er eine wunderbare These vertreten, dass der Naturbegriff eine große Wichtigkeit hat. Zum Beispiel, er sagt, jeder Mensch hat Anteil an dem, was man französisch die noble simplicité, die edle Einfalt, das Natürliche, das Unschuldige, Schöne ist. Und deswegen gibt es in dieser Schöpfung ganz viele Stücke, die einfache Melodien haben, die Tanzcharaktere haben, Dinge, die man nachsingen kann. Also diese merkwürdige Mischung aus simplen, schönen und leicht zu verstehenden und dann wieder erhabenem, großartigen. Das ist auch für Haydn eine ganz wichtige Sache seiner Musiksprache. Und das ist typisch übrigens für die Zeit, die wir als die Wiener Klassik bezeichnen würden. Also ich finde es immer schön, wenn Musikunterricht größer ist als nur die Musik an sich, sondern wenn man den Kontext noch anschaut. Vor allem, wenn wir mit Schülerinnen und Schülerinnen arbeiten, die hier in Berlin sind und daneben diese das Ländliche vielleicht nicht zu kennen, doch diese Frage auch mal zu behandeln. Was heißt Natur für uns und wie gehen wir heute mit Natur um? Ich glaube, in jeder Klasse wird der Begriff Klimawandel schon Thema sein. Es geht mir so um diese Frage, also Werkbetrachtung ist so ein Begriff, der ist in meinem Fach Musikpädagogik gerade etwas out, aber schon um die Frage, was interessiert Schüler heute an so einem Stück wie zum Beispiel der Schöpfung, einem großen Werk, das Schüler möglicherweise in ihrem Alltag sonst nicht kennenlernen würden. Eher verallgemeinert. Also es wurden schon einzelne Tiere beschrieben, aber es war halt alles so zusammen. Und die Menschen, also es wurden nicht zum Beispiel zwei Nilpferde beschrieben, wie sie sich kennengelernt haben, aber bei den Menschen war es so, dass Adam und Eva beschrieben wurden und wie sie sich kennengelernt haben. Es gibt einen einzelnen Abschnitt in dieser Oper und ja, ich glaube, er hat sie schon hervorgehoben. Aber ich glaube, dass Haydn halt, er hat sich natürlich nicht nur auf die Menschen bezogen, weil er hat auch ganz ausführlich über Licht gesprochen in seiner Oper. Er hat ganz ausführlich über die Erde gesprochen, dass sie am Anfang keine Form hatte, dass sie leer war.
über die Finsternis. Einfach so, was ich glaube, dass die Menschen was weitergegeben haben und es von jeder, also wenn ich zum Beispiel ihr was weitergebe, irgendwas sage, dann wird es die 10. Person komplett anders hören, weil die Menschen verändern immer was. Die erzählen nie das Gleiche, was man denen von Anfang an erzählt. Wenn beispielsweise davon die Rede ist, da ist das Dunkel, da ist das Chaos auf der Erde, wird wunderbar dargestellt, das Chaos auf der Erde, und dann Gott sprach, es werde Licht. Und dann kommt bei dem Begriff Licht ein riesengroßer C-Dur-Akkord. Hat eine ganz alte Tradition. C-Dur ist die Tonart der Sonne, Mittelpunkt des Planetensystems. Das ist die Lichttonart. Es ist überliefert, dass bei der Uraufführung die Leute in Beifall ausgebrochen sind, bei dem Akkord, ja, was heute undenkbar wäre in der Philharmonie. Ja. Und es musste erstmal die Aufführung unterbrochen werden. Es ist natürlich nicht nur das wirkliche Licht, was gemeint ist, sondern auch das übertragene Licht, ne? Das Licht der Vernunft und so, Werk der Aufklärung. Aber beides hat, Stichwort Lichtverschmutzung, eine so andere, schwierigere Bedeutung seit niemals bekommen. Ganz zugespitzt könnte man sagen, Natur war zu Heidens Zeiten für viele, viele Menschen, für eine Mehrheit der Menschen noch etwas Alltägliches und Musik etwas sehr Außeralltägliches. Heute könnte man sagen, es ist genau umgekehrt. Ich glaube, wir haben auch heutzutage irgendwie mehr Möglichkeiten, diese Schönheit oder die Natur auch zu sehen. Ich meine, durch Fotos, Filme, Internet, man kann reisen, man kann sich Dokumentarfilme angucken. Ich glaube, dass viele Menschen heutzutage, jedenfalls in irgendeiner Form entwickelteren Ländern, sich gar nicht bewusst sind, dass sie einfach auf die Straße gehen können und eine Sonne fühlen. Die brauchen sozusagen das Winterlicht als großen Screen vor sich, um einen Sonneneffekt zu verstehen. Ich halte die These, dass wir Artefakte schaffen, um der Natur näher zu kommen, auch für einen Ausdruck unserer Selbstüberschätzung. Und diese Art von Selbstüberschätzung ist aber auch die, die derzeit so dominant ist, nämlich die Idee, dass durch Schaffung eines Produktes irgendetwas geändert werden könnte. Erich Fromm hat ja vor vielen, vielen Jahrzehnten dieses Buch geschrieben, Haben oder Sein, und die These der Artefakte ist auf der Haben-Seite. Die Frage, die sich jemand, der zum Beispiel aus dem buddhistischen Denkkreis kommt, stellen würde, ist, wie müssen wir denn sein, um der Natur nahe zu kommen? Und da würden Artefakte keine Rolle spielen. Hat man halt überall sein Handy eigentlich. Und manchmal geht einem das Handy schon auf die Nerven. Also hier ist eigentlich so, ganz jetzt mal entspannt. Gerade, so, ja. Ich stelle mich so hin, schaue raus und alle so BÄM! Raus sind die Handys. Vor allem eine schreit ja dann noch, ich habe WLAN. Das ist so typisch unsere Generation. Wir waren halt, benutzt man halt das Handy dafür, etwas festzuhalten, zu sagen, diese Schönheit festzuhalten. Damit man auch, wenn man jetzt zu Hause in der Stadt ist, auch mal auf sein Handy das so nachgucken kann. Oder das kann man halt auch mit der Kamera machen. Aber wenn man jetzt zum Beispiel das Handy rausholt, um Flappy Bird zu spielen oder so, dann ist es natürlich schon, naja. Ja, aber es ist nicht so, dass in dem Moment, in dem man das Handy rausholt, dann schaust du ja nicht mehr auf die Natur selbst, weil du ja praktisch das Bild vor dir hast. Aber du siehst nicht in die Natur selbst, sondern siehst nur eine Abbildung davon.
an sich. Ba, 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 bam, ba, 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 bam. Also auf den Kerzen, ja? Langsamer, 1, 2, 3. Wir führen Heidens Schöpfung aus, ist aber schön, ist immer noch schön. Jetzt ist nicht mehr schön, jetzt langweile ich mich ein bisschen, aber jetzt ist wieder schön. Und also dieses absolut Nicht-Kognitive, und da trenne ich auch schon. Also da, wo ich sozusagen genieße, will ich nicht wissen. Und da, wo ich wissen will, genieße ich nicht. Also ich sage, für mich ist das keine Trennung. Also sozusagen mein Kopf schaltet sich da nicht ab, wo mein Herz zu schlagen beginnt. Aber das ist vielleicht die Herausforderung, das zu kultivieren, diese Verbindung. Das funktioniert, dass wir nicht mal wieder zurückkehren nach früher, ich sage jetzt mal früher, im Sinne von, die Welt ist mir zu komplex, viel zu unbiologisch. Ich ziehe mich zurück, am besten ziehe ich aufs Land, habe meinen eigenen Garten, versorge mich selbstständig. Und jetzt hören wir Musik aus dem 18., 19. Jahrhundert. Gibt es keine Musik, die das aktuelle Problem beschreibt? Ja, wobei ich nicht die Grenze so strikt ziehen würde, dass die heidnische Schöpfung nichts für das Heute aussagt. Wonach mir das Heute manchmal vorkommt, dass Schöpfung ist halt eigentlich irgendwie nochmal was anderes. Da geht es um Vielfalt, da geht es um ungestörte Natur, da geht es um Ursprünglichkeit und dass damals unter Schöpfung irgendwie eher verstanden wurde, Ordnung in das Chaos zu bringen. Master sein kann oder, ich meine, ne, also sich so zum Schöpfer aufschwingen kann. Ich würde eigentlich sagen, dass es grundsätzlich gar nicht möglich ist, aus dieser Rolle, wenn man Teil der Schöpfung selbst ist, diese Rolle selbst herauszutreten und dann zum Schöpfer zu werden. Ich würde sogar beinahe sagen, der Mensch muss eben, um das zu können, die Gesetzmäßigkeiten der Natur befolgen, nämlich also die Natur nachahmen. Was ich jetzt irgendwie ganz spannend finde, ist eben, wer kann da überhaupt miteinander reden, wenn ich mir jetzt sowas wie Weltwirtschaftsforum angucke, wer redet da eigentlich? Also der Glaube, dass man diese Klimafragen oder diese Umweltfragen irgendwie losgelöst von ökonomischen Fragen oder von den ganzen anderen Machtverhältnissen auf diesem Planeten lösen kann, ist völlig illusorisch. Ja, die Entwicklung gibt es, ja, also es gibt die des Klimas, es gibt die der Gentechnik. Die Frage stellt sich bei diesen Entwicklungen eigentlich, ob die stattfinden, sondern wie wir sie gestalten. Wie Menschen sich am Anfang des Anthropozäns, was ja gar nicht lange her ist, weltgeschichtlich gesehen, sich so anders noch mit Dingen beschäftigt haben als heute. Also die Kinder hätten niemals mit dem Chaos, was da vorgestellt wurde, das Chaos von heute assoziiert. Die Menschheit will sich ja nicht zurückentwickeln. Die Entwicklung Auto kriegt man nicht mehr aus der Welt und die Entwicklung Handy kriegt man zum Beispiel auch nicht mehr aus der Welt. Der entscheidende, spannende Schritt ist jetzt für mich die Frage der Intentionalität daran. Du sagtest, wir machen das seit Jahrhunderten, seit Jahrtausenden, seit wir Ackerbau, Viehzucht betreiben, seit wir einen Baum fällen, um ein Haus zu bauen. Wir verändern die Natur. Und ich würde denken, wir tun das zum Großteil recht unbewusst, was die Folgen angeht. Wenn es ums Thema Nachhaltigkeit geht, finde ich, ist es geradezu zwangsläufig, dass wir natürlich handlungsrelevantes Wissen, anwendungsrelevantes Wissen erarbeiten wollen. Das muss natürlich unbedingt die Zielsetzung sein. Aber mir ist es ganz wichtig zu unterscheiden zwischen was ist Wissen und was ist Bewusstsein. Und Wissen zu entwickeln ist natürlich ein wichtiger Teil, den die Wissenschaft bringen kann, aber Bewusstsein ist letztlich ein gesellschaftlicher Prozess. Und da müssen wir ganz viele Menschen mitnehmen. Man darf Expertinnen und Experten nicht überlassen, sich das Problem so eng zu definieren, dass sie es alleine lösen können. Und ich glaube, dass der Dialog mit denen, die betroffen sind, das Entscheidende ist. Wenn wir wirklich in die Gesellschaft hineingehen und wenn wir wirklich sagen, erzählt mal, was ist euer Problem, dann wird Wissenschaft, und mir ist dieser Begriff so wichtig, Wissenschaft wird dann behutsamer. Und es ist auch, glaube ich, wirklich wie ein unbewusster Prozess. Man nimmt es ja nicht nur rational auf, sondern man beschäftigt sich immer mehr auch emotional mit den ganzen Sachen und stellt plötzlich dann irgendwann fest, es wird so wie eine Einheit. Ne? Also dass man das, was man jetzt hier auch sieht, also jetzt diesen Winterwald zum Beispiel und diese Diskussion, die man gestern hatte, und dann hört man die Musik und irgendwann kommt es zusammen. Also es ist also keine intellektuelle Leistung dann, ne? Dass man sagt, ach so, ich habe ja festgestellt, dass Nachhaltigkeit hier mit der Nummer 32 ganz gut zusammenpasst oder so. Sondern eigentlich geht es mehr darum, dass man Routine aufbricht. Scheiße, das ist scheiße, oder? Ja, ganz schön. Yep.
Wir Menschen haben ja so ein bisschen die Schöpfung in die Hand genommen und haben das elektrische Licht erfunden. Das heißt, dass auch unser Leben sich eigentlich in die Nacht ausgedehnt hat. Wir nutzen die Nacht, wir sind heute eine 24-Stunden-Gesellschaft. Wir sind rund um die Uhr aktiv. Wir haben aber die Nacht dabei so ein bisschen verloren. Vor 100 Jahren, also genau genommen 1903, ist die Sternwarte von Berlin nach Potsdam rausgezogen, weil man in Berlin kaum noch Sterne sehen konnte. Heute sieht man in Potsdam auch nichts mehr. Das heißt, die Astronomen ziehen jetzt nach Chile oder irgendwohin nach Afrika, weil einfach es in unseren Städten zu hell ist. Das führt manchmal zu seltsamen Dingen. In Los Angeles gab es mal Stromausfall und sehr viele Notfallanrufe über eine Giftwolke, die sich am Himmel ausbreitet. Es war die Milchstraße. Früher war es völlig normal, wenn es dunkel wurde, dass man sich zur Ruhe begeben hat. Kerzen oder Feuer war lange Zeit viel, viel zu teuer. Man weiß inzwischen, dass gerade im Winter, in den langen Winternächten, wir nicht durchgeschlafen haben, was vielleicht auch der Ursprung der Geisterstunde ist. Man ist um die Mitternachtszeit aufgewacht. Das war dann die Zeit zum Träumen, zum Meditieren, auch wieder zum Beten, vielleicht auch zum Reden. Durchaus auch die Zeit für Zärtlichkeiten mit dem Partner. Teilweise auch die Zeit, wo man nochmal aufgestanden ist und sich nochmal versammelt hat, mit der Familie Geschichten erzählt hat. Selten die Zeit, wo man aus dem Haus gegangen ist. Denn früher hat man bei Nacht wirklich vermieden, das Haus zu verlassen, weil es nicht ungefährlich war. Die Menschen machen Konzerte, um Geld zu verdienen. Und die Menschen gehen dorthin, um sozusagen Spaß zu haben, um halt vom Alltag wegzukommen. Ich glaube, denen ist die Natur und so, das interessiert die nicht. Und die Menschen, die dorthin gehen, gehen dahin, um halt ein bisschen locker zu werden von diesen ganzen stressigen Tagen und einfach nur diese schöne Musik zu hören und einfach nur mal ein bisschen sozusagen für sich alleine zu sein. Also ich glaube nicht, dass es nur für Geld ist. Ich glaube, die Menschen, die das auch spielen, die im Orchester spielen, also es ist ja wirklich eine sehr harte Arbeit, wenn man es nicht toll findet, im Orchester zu spielen, tolles darzustellen, toll mit anderen Leuten diese Musik Haydn wiederzuspiegeln. Kunst ist nicht gut oder schlecht, Kunst ist nicht links oder rechts. Man kann nur sagen, Kunst hat eine andere
Ausdrucksform und sie lässt andere Formen des Wissens und Schauens zu. Und das ist das Interessante daran. Und wir wissen ja alles, was den Zustand der Welt anbelangt. Es kann sich niemand mehr hinstellen. Das hat die Starbuckisierung der Welt mit sich gebracht, die Globalisierung. Hinstellen, sagen, was? Plastik ist nicht so gut, Wasser gehört irgendwie der Allgemeinheit. Ach, das ist jetzt nicht mehr so, kann man nicht. Wir wissen alles. Und da ist eben so wichtig, dass wir ins herstellende Handeln kommen, dass wir wissen, wir können mit unserer eigenen Physis, mit unserer Psyche und mit unserem Verstand etwas machen, etwas verändern. Wir sind Teil eines verändernden Prozesses. Und das ist das, was Kunst kann. Wie kommen wir zu einer Wertschätzung des Dunklen, der Nacht? Also ich kann auch nur Licht ertragen durch die Abwesenheit von Licht. Und wir haben nicht so wenig Kommunikationsflächen. Absolut nicht. Wir haben zu wenig Kommunikationsorte, und zwar dreidimensionale. Seines Wissens soll er diese Rolle wahrnehmen. Beide Perspektiven auf die Schöpfung, Haydns Perspektive und die der Anthropozäniker, vermitteln den Eindruck, als sei die Schöpfung nur für den Menschen erschaffen worden. Nun, welcher Auftrag wird am sechsten Tag erteilt? Sie kennen das, seid fruchtbar, vermehrt euch, füllt die Erde und bemächtigt euch ihrer, bezwingt die Fische des Meeres, die Flugtiere des Himmels und alle Tiere, die auf der Erde kriechen. Der Theologe Jürgen Ebach kommentiert, jawohl, wir haben es erfüllt, wir haben es total erfüllt, wir haben uns vermehrt bis zur Überbevölkerung, wir haben uns der Erde bemächtigt, sie zum Objekt unserer Interessen gemacht, wir haben die Tiere bezwungen bis zur Ausrottung ganzer Arten und so weiter und so fort. Beide Schöpfungsvorstellungen sind, weil sie den sechsten Tag der Schöpfung zum Zentrum der Schöpfungserzählung machen, gar nicht bis zum siebten Tag vorgedrungen. Der Höhepunkt der Schöpfungserzählung ist nicht die Erschaffung des Menschen, sondern der siebte Tag. Mit diesem Tag vollendet Gott sein Werk. Und wie? Indem er aufhört. Die Schöpfung vollendet sich in einem Aufhören, im Nicht-Tun. Damit steht der siebte Tag der Schöpfung also für ein Leben jenseits des Machbarkeitswahns. Der Prozess des Herstellens wird unterbrochen. Nur so kann sich Möglichkeitssinn einstellen.